Jens ist mit Abstand, wo ich sage, wow, der hat es wirklich drauf. Und ich drücke Jens auch weiter in die Daumen. Und ich bin auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr immer dabei, wenn er will. I wanna go. Gefragt, Frau Nickbach, sie heißt noch so, Frau Nickbach, warum sind Sie nach Deutschland gezogen? Sind Sie Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge? Sind Sie aus Angst hier oder aus Hunger? Und wisst ihr, was meine Mutter sagt, Bad Kreuznach? Meine Mutter guckt den Mann an und sagt, wissen Sie, Herr Kameramann, wir fanden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Wie waren, wissen Sie, wie waren Fashionflüchtlinge? Alle fragen mich ja, was ist dein Typ Mann, auf was für Männer stehst du denn, was ist dein Typ Mann? Und mittlerweile ist mir alles egal, Hauptsache der atmet. Liebe, einfach nur Liebe im Raum, überall wo man hingeht, sehr freundlich, ich krieg überall Essen umsonst. Ja, ja, also mir geht der Mann auf den Sack, ich hab keinen Bock, wirklich, es geht mir auf den Sack. Es ist so, ich kann nicht mehr sagen, morgen ihr Luschen, ich muss sagen, morgen ihr Luschen, Luschinen und Lursche. Also es ist kein Bock, ja, und es ist... Neulich. Frag mich mein Sohn, Papa, was ist ein Transvestit? Sag keine Ahnung, frag Mama, der weiß das. Ja, also das. Eins, zwei. Sehr gut. Die Mädels. Hammer. Neue Location, gigantische Stimmung, die Leute sind gut drauf. Ich bin hin und weg, also hin und weg, ganz ehrlich, ganz toll. Morgen, ihr Luschen! Morgen! Oh. Früher hatte ich da noch eine Erektion in der Hose. Du bist die Top-Lusche Deluxe, weil du isst einen Apfel, nur wenn ihn dir jemand vorher in kleine Stückchen geschnitten hat. Leck mich am Arsch! Das ist doch da, eins, zwei. Ja, das. Er! Der sieht! Der. Ich seh's! Komm, steh mal auf! Steh mal auf! Dein Mann! Hör mal! Du siehst gar nicht aus, als ob du einen Apfel essen würdest! Noch nie in meinem Leben habe ich mich so wohl gefühlt, auf einer Comedy-Show. Ich bin hierher gekommen. Serdar, hast du Hunger? Serdar, willst du was trinken? Ich komme mir vor zu Hause. Ich so, Jens, gib mal Taschengeld. Wirklich, also. Ich trete ja schon auf vielen Shows auf. Das ist schon nochmal eine andere Liga, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, du kommst hierher, du hast direkt dein Essen. Direkt daneben ist das Hotel. Die Bühne ist dort. Dann hast du ein schönes Backstage. Du hast unten Backstage. Du läufst die Wendeltreppe hoch, stehst mitten auf der Bühne. Jeder hat sein eigenes Mikro. Perfekt organisiert, muss man ehrlich sagen. Ich würde es jederzeit wieder tun. Was Sie denken, was ich beruflich machen könnte? Türsteher, okay. So ähnlich. Ich bin Erzieher. Genau. Ja. Kommen da manchmal so Zweijährige und ich sage, du kommst hier nicht rein. Ja. Und er sagt, ich bin doch schon in der Krippe. Na, mir egal, so. Ohne Ausweis geht nichts. So. Und das Ding ist, viele glauben mir das nicht, dass ich Erzieher bin. Ich arbeite im Kindergarten. So, wenn ich das Menschen erzähle, die gucken mich an und sagen, darfst du das? Hat der Staat das erlaubt? Bist du dir sicher? So. Meine eigene Arbeitskollegin, ich komme zur Arbeit, der allererste Tag, die guckt mich an. Also Serdar, wirklich, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich dachte, du arbeitest auf der Baustelle. Da habe ich gesagt, ja, du bist doch auch Erzieherin, obwohl du aussiehst wie eine Prostituierte. Mal großer Applaus für die Band! Respekt! Großartige Künstler, wir haben viel gelacht, sitzen in der ersten Reihe und konnten das hautnah miterleben. Die Mischung macht es hier, auch weil es auch nicht so lange Takes sind, so 15, 20 Minuten. Eine Vielfalt von Künstlern, also es macht richtig Spaß. Echte Menschen, lebendiges Publikum, wache, aufmerksame Gesichter. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, nach all den Jahren ZDF. Ich kann mich erinnern, hier, das sieht auch so ein bisschen aus wie Fernsehgarten, oder? Das hat so eine Fernsehgarten-Anmutung. Eine mega Bühne, ja. Also es erinnert mich ja fast ein bisschen an den Fernsehgarten. Hier mega Wetter, das habt ihr wirklich sehr gut organisiert und tolles Publikum.
Ich merke, dass natürlich bei solchen Veranstaltungen es ganz wichtig ist, dass die Menschen mit Seele dabei sind. Und das spürt man hier wirklich bei allen vor und hinter den Kulissen, vor und hinter der Bühne. Du musst ja aufpassen, du heiratest, also es gehören immer zwei dazu, unterm Strich, eine Frau und ihre Mutter. Ja, meine Schwiegermutter war auch, also ihre ersten zwei Worte, wirklich wahr, als sie hörte, dass wir zusammen sind, waren, auweia. Ja, mittlerweile sind wir so, ja, wir sind so. Sie liebt mich und ich bin auf einem guten Weg. Voll familiär, also richtig, richtig gut. Die Stimmung hinter der Bühne, vor der Bühne, überall super. Die Künstler, die auftreten, alle super nett. Also ich fühle mich rundum wohl versorgt und gut aufgenommen. Ich bin es gewohnt, dass während ich rede, alles Mögliche passiert. Ja? Ja. Ich bin Deutschlehrer. Mach, was du willst, Hendrik. Steh einfach auf. Geh, ne? Wenn du das Gefühl hast, das ist hier inhaltlich dünn. Ja? Wenn du das Gefühl hast, das kriege ich in einem TikTok-Video besser, kürzer und prägnanter. Aufstehen, Raucherpause. Hendrik, das machst du, wie du möchtest. Wirklich. Ist dein Ding. Einfach eine gute Beleidigung. Hendrik, hör zu. Eine gute Beleidigung, immer die tiefen Vokale nehmen, die unteren Vokale, die tiefen Lauten, ja, Hurensohn zum Beispiel, ja, das kommt doch Hurensohn, ja, aus dem Bauch raus, ne. Timo, hallo, hi Timo, welche Klasse gehst du? Dritte, wow, zum ersten Mal oder hast du gedacht, Mensch, war geil, Mann, oh, das höre ich mir nochmal an, das will ich nochmal hören. Timo, schön, dass du, für welches Fach bist du gerne in die Schule gegangen, Timo, oder gehst du gerne? Wir haben Zeit, lass, das kannst du dir überlegen, das kannst du dir auch nochmal ändern. Die Pause, ja genau, die Pause. 20 Minuten von jedem Online-Unterricht laufen ja gleich ab, immer, die ersten 20 Minuten kannst du immer. Könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen, könnt ihr alle mal eure Mikro ausmachen, anmachen, ausmachen, nochmal alle anmachen, nochmal alle ausmachen, nochmal alle anmachen, ausloggen, einloggen, Timo, deine Hausaufgabe. Online-Unterricht, oder? Also ich kam hier an und habe mich wie im Urlaub einmal gefühlt und ich muss sagen, Chapeau, also Hut ab vor der Organisation, was hier alles gestemmt wurde und auch die Künstler, die hier auftreten. Das ist, also ihr könnt euch mit allem messen, was international irgendwo auftritt. Das ist super, super klasse. Im Wort Orgasmus, ja, da steckt Müssen drin. Das muss jetzt klappen, verdammt nochmal, warum klappt das denn nicht? Jetzt mach doch mal hinne, ja? Der Imperativ im Wort, jetzt mach doch mal, also müsste eigentlich klappen, Orgas müsste. Ja, müsste eigentlich, ne? Wir haben das Wort eigentlich, ja. Und Orga, es muss gut organisiert sein, ne? Steckt auch drin, ja, Orga, es muss gut. Checklist, ne? In dem Sinne, Bad Kreuznach, fickt euch! Dankeschön, vielen Dank, kommt gut nach Hause! Holger Müller, ja, wie gesagt, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich komme vorhin in die Garderobe, der guckt mir und sagt, boah, bist du fett geworden? Ich sage, ja, danke, ich gehe mal zum... Fett bist du geworden? Ich sage, ja, ist gut. Ich gehe mal zum... Fett? Ich sage, ja, ich habe es begriffen. Wie kann man sich so gehen lassen? Ich sage, ja, man, es geht. So, ich gehe mal zum... Wirst du oft drauf angesprochen? Ich so, bis jetzt nicht, Holger, danke. Ja, aber fett bist du. Ich habe es begriffen. Ich will dieses Gespräch gar nicht führen. Ingo, wie viel wiegst du? Ich sage, ich hau dich gleich. Jetzt sag mal, wie viel wiegst du? Ich sag dir das nicht, komm, nur die ersten drei Zahlen. Jeder eine Kugel Eis, oder? Steht da so, oh, ich so, was ist los, muss aufs Klo? Er so, nein, das sind so viele Sorten, ich kann mich nicht entscheiden. Papa, darf ich zwei Kugeln? Ich sage, natürlich darfst du zwei Kugeln Eis. Ey, du bist 10 Kilometer Rad gefahren. Natürlich, du hast nicht gemeckert. Du darfst natürlich, und ne, so schöne Sorten und so. Ich sage, klar kriegst du zwei Kugeln. Er geht nach vorne, zweimal Schokolade bitte. So, was kocht die Mama, was du nicht magst? Reis? Bohnen und Reis?
Okay, wie ist das für dich, dass du heute mal aus dem Keller rausgekommen bist? Ey, das ist ein Fall fürs Jugendamt, oder? Ey, Timo, wenn du das willst, ich hol dich da raus, ey, das ist... Guck mal, hier sind Musikanten, die sind kreativ, die sind alle nett. Wer hat Bock auf ein Kind? Es war gigantisch. Also ich habe nach dem Auftritt geheult. Es klingt nicht so cool irgendwie, weil der Auftritt halt mega war und auch cool war, aber mir kamen wirklich die Tränen. Also A, die ganze Organisation, das war toll. Die ganzen Kollegen sind gute, nette Kollegen, die man lange nicht gesehen hat. Da waren, ich weiß nicht, wie viele Leute da im Publikum waren, 800 Leute war ja rappelvoll, die alle Bock hatten. Auch diese ganzen Promis, die ihr habt, ne? Also ich kenne jetzt hier nicht alle, aber Bela Riti ist ein Held. Ja. Der in der ersten Reihe, und wenn der so über dich lacht, das ist schon geil. Es ist toll, was der Jens da aufgezogen hat, wie viele Leute er mitreißt und begeistert. Hier hat keiner irgendwie eine schlechte Laune verbreitet, alle waren mit Feuereifer dabei. Es tut mir so leid, ich bin eigentlich ein Netter, aber mir tut das gerade so gut. Es ist einfach so geil, hier zu stehen, ey. Hey, alle sind da, oder wie? Bruder, was ist mit dir kaputt? Du gehst ja voll ab, oder was, hey? Hey, ich bin voll begeistert, hier zu sein. Wie geil, Digga. Alter. Sie hat gelacht. Hör auf zu lachen. Hast du gelacht, oder was? Wer hat gelacht? Hast du mich ausgelacht? Digga, die hört gar nicht auf zu lachen. Halt mich fest, halt mich fest. Lass mich los. Halt mich fest. Hey, komm, hey, komm, hey, komm, hey, komm. Es geht denn ab, Mann, hey. Schlägerei gleich. Ich bin schon wieder drauf. Voll entspannt bin ich, Bruder. Es geht denn ab. Bad Krasnach. Wie ab heute heißt Bad Kreuznach, Bad Krasnach. Und ich wollte auch noch hinzufügen, es ist mir eine sehr große Ehre, hier sein zu dürfen. Ja? Für einen guten Zweck tun wir alles. Wir machen alles. Aber auch, wenn, wir würden aber auch was für einen schlechten Zweck machen. Aber halt, dann keiner. Halt gegen Kohle. Ja, klar. Die Jenny. Die Jenny hat da früher so ein krasses Tattoo gehabt, weißt du? Ja, ich weiß schon. Das hat sie sich in Ende der 90er machen lassen. Hinten drauf? Ja, ja. Ich weiß. So krass, so Geweih, ja. Was? So wie Jägermeister, so weißt du. Geweih? Ja, so mit so links, so Flügel, rechts. Was? Das ist nicht Geweih, Bruder. Ich dachte, das ist zweimal Sylt. Scheißegal. Auf jeden Fall, sie hat gemeint, weil es halt so 90er ist, hat sich das jetzt weglasern lassen, ja. Und dann hat sie ganz dezent... hat sie einfach nur so 5 kleine Sternchen gekriegt, ja? Nur so 5 kleine schicke Sternchen. Aber weil die Haut noch so empfindlich war, haben sie es nur geschafft, 3 von den 5 auszumalen. Und jetzt stehst du hinter ihr und denkst dir, die Frau hat voll die schlechte Bewertung bekommen. Oh, krass, oder? Schau das! Was Gott sei lacht für euch heute Abend, das Kultduo Erkan und Stefan! Dankeschön! Danke, Bad Kreuznach! Danke, Heiko! Danke! Ja, okay, jetzt können wir gehen, oder? Raus! Können wir raus, oder? Okay, alles klar. Dankeschön! Vielen Dank, Bad Kreuznach! Ja, Mann! Das geht ab! Jens Helme, der Chef von Bad Kreuznach! Das ist wirklich eine perfekte Veranstaltung mit so viel Seele, mit so viel Herzblut. Und jeder, der das nicht unterstützt, der hat sie nicht mehr alle.